Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Community Kopfbau Season 2 Episode 4. Ich habe wieder den Konsti als Verstärkung am Start. Wir gucken wieder eure Videos von der Shisha-Sammlung, vom Kopfbau und vom Rauch. Starten wir rein. Als erstes haben wir hier das Video von Massimo. Auf jeden Fall schon mal eine, ja, ziemlich nice Sammlung, würde ich sagen. Und wir haben eine ganz klare Farbtendenz. Clear White. Ja, Clear White. Ja, wobei also dann die... Die Sphere hier ein bisschen. Aber fällt dir an der Sphere was auf? Ja, er hat auch die Schwarmkugel. Die Schwarmkugel am Start. Und mein ganzes Shisha-Zubehör. Fangen wir an mit den Pfeifen. Die Moses 4. Hast du den Teller gesehen auf der Ehe? Hast du gesehen? Ja. Hast du gesehen? Einer der Gewinner. Aha. Oder einer der Käufer. Oder das. Es gab ja auch mal ein paar zu kaufen. Richtig. Nicht viele, aber ein paar. Der Kugel von den Shisha-Schwaben mit der schwarzen Ocean Bowl. Okay. Die Aeon ist okay. 4. Lounge mit auch Überdrauf. Geile Kombi. Ja. Auch mit der Bowl. Mega schön. Und vor allem so sauber alle. Das sah gerade auf der Kamera fast so aus, als hätte er den Teller selbst noch umgebogen. Hat er. Hat er wirklich, ne? Er hat den umgerollt. Umgelegt. Wild. Ja, cool. Die Shikawa. Daneben haben wir eine Alpha Hooker X. Die darf nirgendwo fehlen. Und auch mit der Cyberzange. Ja. Die sieht auch echt wild aus. Also das könnte auch ein Messer in CS sein. Richtig. Und der Caesar Horfrost Down Bowl. Daneben haben wir dann die Bowl noch mein Klein, die erst letztens rauskam auf der Mouse Breeze 2. Und falls ich mal Besuch bekomme, habe ich hier noch eine The Hooker Megatron mit 4 Anschlüssen. Ist für mich im Moment eine der schönsten The Hookers. Ja. Ne? Also, wenn man noch was braucht, ne? Wie gesagt, für Besuch oder so. Geiles Ding. Und hier unten im Regal habe ich noch ein paar Ersatzbowls. Ein paar für die Aeon. Ich muss ja sagen, diese Bowl, ne? Die habe ich. Ich feiere die. Was? Ich wollte gerade sagen, für mich ist das die hässlichste Bowl auf dem Markt. Ich habe die auf der Alpha. Ich nutze die Alpha jetzt wieder, weil ich vorher so eine hässliche blaue undurchsichtige hatte, weil ich war jung und dumm. Ich feiere sie. Seriously? Doch. Ja, genau die. Die Neolux Bowl. Und die ist immer ausverkauft. Egal, wo du guckst. Da weißt du Bescheid. Ist Geschmackssache. Ist Geschmackssache. So, jetzt machen wir weiter mit den Köpfen. Mit diesen beiden Köpfen hat alles angefangen. So im September, Oktober, November habe ich angefangen, deine Videos zu schauen. Und da habe ich dann angefangen, fleißig Köpfe zu bestellen. Halbes Jahr wurde deine Videos jetzt schauen. Feier ich. Und hat mit diesen zwei Köpfen angefangen. Guck mal, was für eine Sammlung entstanden ist. Das ist wirklich krank. Sorry für dein Portemonnaie, Bro. Angefangen hat es hier hinten mit den beiden Lidlips und wurde dann. Bro, das ist. Das ist schon insane viel. Also ich habe noch nicht mehr ich an Köpfen. Ja, das ist schon eine gute Sammlung, du. Von Zeit zu Zeit immer mehr. Dann habe ich noch ein paar Farben und X-Hooker und natürlich dein Maustipp. Aber Mühe sich dann auch nicht geben. Das wird immer besser von der Qualität. Genau, dann habe ich hier noch ein paar Sleeves für die Mouse Breeze 2 zum Wechseln. Hier sind noch die Sleeves von der Aeon. Und schon die Pendants. Nee, sind keine Pendants. Nee, das sind die Viro Inverts. Die Aeon Inverts Sleeves. Ja. Und jetzt habe ich hier noch ein paar Callouts, 4 Stück an der Zahl. Und hierauf baue ich immer meinen Kopf. Aha. So, jetzt kommen wir zu meinem Tabak. Da habe ich Tingle Tangle Purple, Somo Paris, Cactus Check, bisschen Green Lean, und dann White Cake von Ukain, 7 Days Cold Peach, Love 66 und Holster, diverse Sorten, Smurf Daddy Ice, Cactus, Grape Mint, natürlich ein paar auf Vorrat. Dann von auf jeden Fall auch einer der Grape 2.0 sucht hier verfallen. Dann Massiva, handgemacht und illegal, Blaulicht. Geil. Dann noch ein paar Aquamenta Sorten, Plummix, Pearl, Mangosteen, Color. Auch höhensauber umgemixt. Ja. Und Colors fand ich sehr gut. Red and Blue. Dann kommen wir jetzt zu meiner... Okay. Oh, die Pinkman-Liebe ist real. Schwarze Tabakecke. Zwar da noch ein bisschen Pinkman auf Vorrat. Mustard Lime. Bisschen. Forest Berry. Dann hier die ganzen Darkside-Sorten. Virgin M, Space Itchy, BN Papa, Supernova, Wild Forest, Cosmic Flower. Dann von Starland Belgian Morning. Und da unten noch ein Kilo Black Nana. Dann habe ich hier jetzt noch FFM und von Bushido Arnes Doppelapfel. Den fand ich nicht. Und eine Feier. Der schlechteren Doppelapfel, muss ich sagen. Ja, den fand ich wirklich gut. Das ist einer der wenigen Bushido, die ich noch nicht getestet habe. Nee, vergessen. Die Viro One. Bei mir gibt es jetzt heute eine Mischung aus Must Have Pinkman und Aquamenta Red and Blue. Stell ich mir geil vor, die Mischung. Alchemik.
Stell ich mir gut vor. Ja. Nee, das ist der Mahala. Ach, V2. Fangen wir an mit dem Must-Have. Diese Einlegedinger, ne? Ich finde die so useless, ich schmeiß die immer sofort weg. Ich finde sie wiederum nützlich. Ich habe das Gefühl, der Tabak bleibt enger frisch. Hey. Dass das nochmal so ein bisschen mehr abdichtet. Vielleicht hält mein Must-Have einfach nicht so lange. Das kann natürlich auch nicht. Ich denke mal, daran wird es liegen, ne? Bin ich auf die Mischung gespannt. Also aufs Verhältnis. Ja, aber tendenziell würde ich sagen, maximal so 30% Pinkman eigentlich. Würde ich auch so machen, aber so viel Pinkman wie bei ihm rumstand, würde ich fast denken, dass da ein bisschen mehr rankommt. Und da sieht man es hier, Must-Have ist ein bisschen schwer zu handeln. Deswegen auch so eine Sache, warum ich den ungern mit den Fingern baue. Ja. Ja, du hast meist mehr Tabak an der Griffel als im Kopf. Ein bisschen. Das sieht schon nach gutem Overpack aus. Bis jetzt sieht das nach sehr hochgebautem Must-Have auf, was ich in der Regel nicht so geil finde, persönlich. Der kann bissig werden, wenn du dem viel Feuer gibst. So. Und hier nochmal kurz umrühren. Sieht auf jeden Fall nach einem guten Kontakt-Setup aus. Da noch was in die Ecke, jawohl. Jetzt verteile ich das Ganze nochmal ein bisschen. Aber auch hier wieder, nichts auf dem fucking Brett. Nichts. Wir sind einfach unfähig, wir sind einfach Dreckspatzen. Oh. So. Ja. Da hat er schon ein bisschen sauber. Das ist safe im Overpack. So. Ja, definitiv, hier siehst du es auch noch. Jo. Also mir wäre das ein bisschen viel Kontakt. Also ich habe lange überlegt, welche Shisha ich nehme. Ich wollte zu einem erst die Moses 4 nehmen, aber die kam ja bei dir im Stream schon vor und die hat mir bei dir schon öfters gesehen, deswegen hier mal eine... Das ist auch eine wilde Mischung. Ich wollte es gerade sagen, Alter, die Kombi mit dem Alpha-Teller auf der Invert-Carbon. Schwarze Bowl dazu, schwarzer Mahala Invoke V2 und die Ordenzange. Ich hätte noch die Alpha-Zange dran gehängt. Was ich noch kurz zwischendrin sagen muss, seine Teufelanlage, auch sehr lecker. Mhm. Ja, sehr lecker. Das Einzige, was jetzt an dem Setup ein bisschen weird ist, ist halt die Edelstahl-Base. Ich finde immer, Edelstahl-Pfeifen auf einer schwarzen Bowl ein bisschen weird. Der Rest ist super geil in diesem schwarzen Look. Ich finde aber, er hat das Ganze sehr gut gerettet mit der Ordenzange, die dranhängt. Wenn die weg wäre, fände ich, wäre das nochmal so ein Stilbruch. So, finde ich, hast du nochmal dieses metallische Silber nochmal als kleine Nuance oben dran. Ich finde das Setup lecker. Ja, das finde ich auch vollkommen. Also, ganz ehrlich, bei dem Overpack mit 3 Kohlen habe ich jetzt auch nichts anderes erwartet. So. Ich glaube, da geht sogar noch ein bisschen was, wenn das Ding richtig angeraucht ist. Ja, ich glaube, der Durchzug ist ein bisschen lost noch momentan. So, ich habe jetzt mal die dritte Kohle runtergenommen, weil beim Must-Have muss man ja ein bisschen aufpassen. Ja. Sieht gut aus. Mhm. Geile Sammlung, geiler Kopfbau, sehr schöne Auswahl. Funnel, Overpack, Must-Have mit am Start, Kalaut am Start. Was soll es da noch sein? Gute Quali. Ja, Videoquali war auch sehr, sehr nice. Top. Video, Leute. Dann gucken wir auf jeden Fall von The Hooker Spot das nächste Video. Das war Luca. Ah, da war noch kein. Ja, da war noch Peace kein. Marvin, was geht ab? Mein Name ist Luca und ja, ich möchte dir in diesem Video wieder meinen. Das Video ist ein bisschen leise, Leute. Vielleicht erkennst du mich noch aus der letzten Season Community Kampf. Mhm. Ich wollte gerade sagen, das war der Zungenschnalzer. Da hat es nochmal eingeblendet. Genau. Ja, ich würde sagen, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Kopfbau. Ich rauche jetzt den Holzer Grape 2.0 in meinem ATH Traverten. Ach, auch sehr nice. Die andere Cam. Da ja der Oblako leider gebannt ist. Sogar Multikamera-Setup am Start, ey. Mit sehr der Einblendung nice. Am Anfang. Sehr, sehr nice. Season. Ich rauche an sich am liebsten im Oblako, aber ja, der Traverten, den finde ich auch mega gut. Und dann baue ich jetzt erstmal das Köpfchen. So rühre ich das Ganze mal richtig hier schön um, bis die ganze Molasse richtig schön verteilt ist. Einfach schön auf die Gabel drauf. Reintun, Gabel abstreichen. Genau. Das sieht mir auch nach einem ganz leckeren Overpack aus. Also er ist weit über den Rand, wo der Cloud eigentlich drauf sitzt. Ja. Schön mit dem Stecker verteilt. Aber ich bin immer wieder begeistert, wie Leute im Sitzen bauen. Ich kann das gar nicht. Ich kann es auch. Du kannst es auch? Ja. Ich mag das überhaupt nicht. Ist Gewohnheitssache. Das mag sein. Ich kann mal einen Shisha-Bar-Besitzer, der hat immer im Sitzen gebaut. Der saß immer in der Küche im Sitzen gebaut. Ja, das ist wahnsinnig, Alter. Im letzten Video hatte ich, glaube ich, eine Gabel benutzt. Jetzt habe ich mittlerweile auch so Werkbundstecher. Ist kein Muss, aber ich finde die halt einfach mega sexy. Also das Multikamera-Setup feiere ich schon mal. Und auch dann die Weiterentwicklung bei den einzelnen Leuten zu sehen, ist auch geil. Auf jeden Fall. Deswegen wollte ich mir die einfach holen.
Ich möchte so auf entspannt, also so auf entspannten Kontakt rauchen, jetzt nicht Vollkontakt, einfach nur so Noppenkontakt. Wird bis jetzt schon sein, dass wir noch bei einem Vollkontakt sind. Auf alle Fälle. Ah, ne? Gut, das kann aber auch täuschen, weil der kommt oben schon relativ niedrig. Ja. Guck mal, wenn wir es gleich noch ein bisschen aus anderen Perspektiven sehen. Ja, wenn man jetzt so von hier guckt, ja, je nachdem, wie die Smokebox sitzt und so. Ich hatte halt nur beim Traverten relativ schnell, also ich habe den jetzt schon ein bisschen länger, aber so am Anfang hatte ich beim Traverten immer so extrem Durchzugprobleme irgendwie, dass ich halt ein bisschen... Ja, verstehe ich. Bei der Höhe verstehe ich, ja. Weil er sinkt auch relativ tief ein, das täuscht oft. Ja. Ne? Viele vergessen, beim Traverten sitzt das Ganze auf der inneren oder in der inneren Lippe, auf der inneren Lippe und nicht auf dem äußeren Rand. Wenn man da jetzt Durchzugsprobleme hat, würde ich sagen, du kannst bestimmt nochmal hier so eine ganze Ecke Tabak, also so eine Fläche, kannst du fast nochmal rauslassen, den Rest ein bisschen fluffiger verteilen, dann wird es auch vom Durchzug her besser. Hier beim Grape 2.0 mache ich auch gern so Hooker Squeeze Menthol oder so rein, noch vorher, weil ich halt wirklich einfach diese Kälte unnormal mag. Oder ich habe auch noch so einen Tabak von Start Now, so einen komplett puren Minze-Tabak. Der ist auch grün, der Tabak, das ist richtig weird. Kann ich auch gleich gerne mal in die Kamera zeigen. Ich habe sowas noch nie vorher gesehen. Der ganz alte. Ja, muss man halt sagen, ne? Ja, Färbemittel ist in Deutschland verboten, aber nur künstliches, kein natürliches. Das heißt, ich weiß nicht, was man grün natürlich färben kann. Rot geht auf jeden Fall mit Rote Beete oder Rote Beete-Extrakt in dem Fall. Ne? Ja. Ich weiß aber auch nicht, ob der aktuell noch grün ist. Ich weiß, ist der auch grau. Das weiß ich nicht. So, dann streiche ich das jetzt nochmal hier schön ab. Genau, also das hier wäre jetzt mein gebauter Kopf. Ich würde trotzdem sagen, das ist ein Vollkontakt. Ja, würde ich auch behaupten. Ich wäre jetzt fertig, ich habe einen entspannten Kontakt und ja. Ist jetzt auch kein Overpack des Übergrauens, aber der wird schon sehr gut Kontakt haben. Was ja nicht schlecht ist. In der Zeit, wo meine Kohlen gerade angehen, zeige ich euch am besten einfach mal. Ich nutze die Zeit einfach mal und zeige euch meine Pfeifen, die ich zu Hause habe. Hier einmal, wie man unschwer erkennt. Deep Breeze 2. Dazu, jetzt habe ich hier noch meine Smoke Labs. Dann kommen wir hier zu meiner Moses 4. Das ist hier eine Amy 5. Ich bin mir nicht genau sicher, wie sie heißt. Ich habe Amir jetzt vielleicht sogar, ne? Ja. Nee, ist Amy. Ah, okay, Amy Molassefinger auf jeden Fall. Kommen wir zu meiner letzten Pfeife. Wild. Das ist eine Custom Grey Goose 3 Liter Custom Pfeife so, ne? Mit einer Kaya Base, mit Kaya Gewinde, alles von Kaya eigentlich. Ich habe die damals selber gebaut. Sogar Glas-Tauchrohr. Ja. Sehr, sehr krass. Ich habe damals, meinen 18. Geburtstag im Club gefeiert. Habe ich so ein paar Freunde eingeladen und dann war das die Flasche. Da haben wir diese wunderschöne Flasche bestellt. Geil. Das ist natürlich saucool, ne? Das hat so einen Nostalgiewert auch schon, ne? Safe. Der persönliche Wert von so einer Pfeife ist dann halt einfach immens. Ja. So, wie ich vorhin schon gesagt hatte. Oh, die Oblaco Army am Start. Uiuiui. Ui. Ich bin mega der Oblaco-Fan. Ich rauche sehr, sehr gerne im Oblaco. Ich habe auch eigentlich nur Oblacos. Sogar ein S am Start. Außer halt den Travert, mit dem ich gerade gebaut habe. Die Colorways habe ich halt, dass ich hier so ein dunkelblau, sah irgendwie gerade ziemlich schwarz aus, wie es da steht. Auch sehr schön. Das ist ein dunkelblauer mit Somo zusammen. Genauso wie der hier, der ist halt auch mit Somo. Hier. Von denen mein absoluter Fan. Der Dragon, auch sehr schön. Das ist, glaube ich, der hier. Black der Marble. Marble Black. Also ich kenne als Black Marble. Ja. Aber beides richtig. Schisse, ne? So, mein Köpfchen ist jetzt angeraucht. Jetzt kommen wir mal zur Rauchentwicklung. Schön. Sehr, sehr schön. Auch mit diesem Dreieck. So, das war mein Kopfbauvideo soweit. Also, die Nano Leafs sind nice, aber auch einfach der Blow von der Sphere ist geisteskrank. Ich muss mir nur die Rauchentwicklung angucken. Ah, wunderbar. Läuft. Wunderbar. Bei dem Overpack wundert mich das nicht. Ja, sehr, sehr wild. So, das war mein Kopfbauvideo soweit. Und Philipp schreibt, hoffe, jetzt wissen gefallen, warum wir Mann keine Oblacos mehr bekommen hat. Jetzt wissen wir, wer sie alle hat. Nicht ich, nein, er war das. Brüste gehen raus und wir sehen uns. Bis bald. Ja, bleibt gesund, ne? Bleibt gesund, sehr, sehr wild. Coole Sammlung, schöne Pfeifen dabei, guter Kopfbau, Tabakwahl, finde ich, ja.
Bin ich dabei? Nee, auch? Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. So, und dann haben wir noch als letztes das vom Louis. Da habe ich vorhin gesehen, der sieht relativ jung aus. Uns wurde aber schon bestätigt, dass Louis über 18 ist. Ne? Also da auf jeden Fall keine Probleme. Schauen wir mal rein bei Louis. Ah, ein Amphora am Start. Amphora mit Grape Mint und Kiwismus. Auch einfach eine geile Kombi. Ja, also Kiwi und Traube passt einfach so gut zusammen, ja. Hätte ich nie gedacht. Umrühren natürlich nicht vergessen. Rektor ist am Start, umgerührt wurde. So. Locker fluffig in den Kopf rein. Und der, boah, wir sehen auch schon die Pfeife. Ja, ja. Da weiß man auch schon direkt, was es ist. Und er hat einen Ausschnitt im Tisch für die Pfeife. Ja, das ist auch eine coole Idee. Haben. Ja. So, machen wir noch was groß. So. Der ist nämlich leider fast leer. Ja, da wird der Kiwi-Smoothie auf jeden Fall auch gut weggesiftet. Sad Life, würde ich. Und auch diese hässliche Banderole abgemacht. Das ist einfach eine leckere Kombi. Und ich muss nochmal sagen, weil wir gerade den Amphora und Dark Blend sehen, der Amphora läuft so gut mit Dark Blend, das ist der Wahnsinn. Womit wieder bestätigt wäre, dass Köpfe, die hervorragendes Heat-Management haben, einfach geiler sind für Dark Blend. Definitiv. Weil du also einfach auch besser kontrollieren kannst, die Hitze durch das Spielen mit der Kohle. Ja, aber auch smoother. Mhm. So, das müsste reichen. Dann machen wir das mal so. Auch so schön sauber gearbeitet. Ja. Also wir müssen echt an unseren Kopfbauskills arbeiten. An unseren Kopf-Sauber-Bauskills. Ja, definitiv. Na, hat er ganz gut gemacht. Hat er hier noch eine kleine Lücke gelassen, weil er genau wusste, da war ein bisschen viel Must-Have und dann kann er das da jetzt noch schön hinverteilen. Ja. Ach, Schiffe. Für meinen Geschmack vielleicht der Virginia sogar ein bisschen sehr dense. Ja. Hätte man noch ein bisschen weniger nehmen können, kleines bisschen fluffiger bauen. Ist aber auch so kein Ding. Aber verteilen läuft auf jeden Fall gut. Wie gesagt, ich hätte minimal weniger Virginia genommen, damit ich das Ganze ein bisschen fluffiger lassen kann. Hat so eine Ecke rechts, habe ich so das Gefühl, noch ein bisschen viel Tabak. Da, wo auch dieses, hier. Es wirkt so genau, als würde es da reinhängen zum Funnel. Guck mal, was er noch macht. Siehst du, was ich meine? Ja, ist hier ein bisschen unkontrolliert, aber ganz ehrlich, spätestens wenn der Kalau draufkommt, dann ist, ne? Aber ja, also hier hätte man genau hier diese Schneise und hier dieser kleine Berg, daneben. Den hätte man noch ein kleines bisschen machen können, ansonsten, aber gut. Weißt du, das ist, also ja, das sind Punkte, die kann man mal sagen bei einem Kopfbau, aber ich glaube, der wird trotzdem geil laufen. Definitiv, ne? Ja. Geraucht wird natürlich durch deine Videos, die sehr nice. Mit also am Vorerkopf auf der Breeze, schön mit ein bisschen Dark Blend bei und ein Kalaut. Es schmeckt. Selbstgebauten Tisch, Kalaut drauf und dann warten wir auf die Kohle. So, dann haben wir hier noch mal eine CRT-4-Anschluss in Carbonoptik, die ein Kumpel raucht. Lashlipper. Mit dem Fernseher und dann gehen wir jetzt mal eben zum saftig Sticker am Start und schön beleuchteter Shisha-Schrank. Nice. Privatregal, das ist ja aus einer alten Uhr gebaut. Okay, auch ein bisschen Grape am Start. Hukain-Liebhaber. Mit Vorrat, mit ein bisschen X-Shisha, Hukain-Tabak, anderer Tabak. Tange, geil. Meine Köpfe und da oben steht noch ganz besonders halt der Must-Have. Baba-Ball am Start, wild. Ja, dann haben wir noch meine Himmelswand, sag ich jetzt mal, oder? Geil. Das ist ja richtig das wild. Das ist richtig nice. Das ist geil gemacht. Alter. Wolkendecke kann man es nennen. Na, da schiebst du ja Trips ohne Drogen. Ey, das ist mega. Also, ich bin sprachlos. Das wie, da in einem Schlafzimmer stelle ich mir das sehr geil wie vor. Wie hast du das gemacht? Ich will auch vorbei. Das ist einfach Wolle, oder? Es ist mega genial. Ja. LEDs drunter, Wolle drüber. Leerer Tabak, der noch weggeschmissen werden muss. Bisschen Grape Mint. Ja, da sieht man jetzt nochmal schön den. Aber geiles Shisha-Zimmer. Oder Hütte? Vielleicht auch Hütte. Vielleicht auch Hütte. Ja, aber sehr geil. Groß und meinem selbstgebauten Kohlekorb. Läuft. Bombe. Also, stell dir mal vor, Konsti, wir wären in dem Alter schon so weit gewesen. Amphora, Breeze, Dark Blend, Kalaut. Ja. So, ey, die Shisha-Jugend weiß gar nicht mehr, durch welche Struggles wir durch mussten früher. Ich sage nur Nackler, Alufolie, China Head, Selbstzünder. Boah. Maschallah. Zwei Kohlen, okay. Heatmanagement läuft. Aber da sieht man, das muss schon ganz schön Kontakt haben. Da macht er mit zwei Kohlen oder anderthalb so gut läuft. Das sieht ja dann geil aus mit dem Blow-Off.
Dass er runter den Tisch fällt. Oben alles blau beleuchtet und von unten kommt so ein bisschen pink und dann hast du diesen Über... Alter, lecker. Sehr lecker. Und es fällt in den Kohlekorb auf erfinderisch. Ja. Ja, man muss sich nur zu helfen wissen. Aber das sieht ja geisteskrank nice aus. Ich finde es nice, wie es so im Tisch verschwindet. Aber da musst du schon hier gut dabei sein, weil du da kein Fenster hast in der Hütte, da fällst du irgendwo. Aber da war ja schon so ein, war das eine Heizung oder ein Luftreiniger? Ich weiß nicht. Abschließend kann ich eigentlich nur sagen, eigentlich alles, was hier gemacht ist, ist selbst gebaut und ja, kleiner Handwerker halt. Geil. Feier ich so eine self-made Shisha-Hütte. Absolut. Ist geil. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Sehr gerne, sehr gerne. Danke fürs Einsenden von den Videos auch an euch drei wieder. Sehr, sehr geile Setups dabei. Bei jedem würde ich mich, glaube ich, wohlfühlen, wenn ich da auf eine Fall vorbeikommen würde. Auf jeden Fall, das war mir richtig auf gut. Der Couch würde ich wahrscheinlich, also auf der letzten Couch würde ich mehr die Decke angucken als Pfeife rauchen. Beim ersten würde ich ein Epi kriegen. Beim ersten würde ich richtig schön die Teufelanlage aufdrehen. Ja. Also sehr, sehr wild, sehr, sehr geile Sachen dabei. Leute, das war's auch schon wieder für den nächsten Community-Kopfbau. Wieder wilde Videos dabei, sehr, sehr cool. Ich feiere es. Wirklich einfach geile Setups, geile Shisha-Sammlungen. Cool, dass ihr wieder mitgemacht habt. Ich kann es wirklich nur jedes Mal wieder sagen. Ich feiere das. Die Videos zu sehen, wie ihr wirklich daheim sitzt und wirklich raucht, während ihr euch die Videos und die Streams oder sonst was reinzieht, ist einfach geil. Definitiv. Deswegen Kuss an jeden, der mitgemacht hat. Falls ihr euch fragt, wie man mitmachen kann, guckt euch den ersten Teil der Serie an. Da sind die Regeln erklärt, wo ihr das hinschicken müsst. Alles in dem ersten Teil dieser Serie. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben oder sogar ein Abo da lassen. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Eure Shisha-WG. Sehr gut.